demokratisch in hinter verschlossenen Türen verhandelt worden. Nicht mit am Tisch saßen Vertreter der Zivilgesellschaft, dafür Lobbyisten der Rechteindustrie. Das ist schädlich, das ist undemokratisch, wir wollen einen anderen Prozess. ACTA ist schädlich aufgrund der vielfältigen, vagen Formulierung. Jetzt sagen viele Juristen, wenn man sich den, Vertragstext durchliest, da steht ja gar nichts Gefährliches drin. Aber man muss diesen Vertragstext politisch lesen. Wenn ACTA so durchkommt, dann werden immer mehr Vorhaben damit legitimiert, die unsere Grundrechte einschränken. ACTA schreibt nicht vor, dass Internet-Service-Provider den Datenverkehr überwachen. ACTA allein würde keine Internetzensur mit sich bringen. ACTA würde wohl auch nicht dafür sorgen, dass unsere Laptops am Flughafen daraufhin kontrolliert werden, ob wir eine DVD darauf gespeichert haben, die man nicht finden darf. Und nicht zuletzt, ACTA ist kein Gesetz. ACTA ist ein internationales Abkommen, das gerade in der EU in einem komplizierten Prozess zuerst in eine Richtlinie verwandelt werden müsste, anschließend in nationale Gesetze. Die Bundesregierung hat es bislang versäumt, die deutsche Öffentlichkeit über ihre Position zu ACTA ausreichend zu informieren. Dafür bemühte gestern ein Abgeordneter der CDU, sich um die fantasievolle Formulierung, ACTA sei ein hilfreicher Weg zu einer globalen Verständigung über den Schutz von Urheberrechten. Diese Meinung hat der Kollege exklusiv. Ich unterstelle dem Unionspolitiker noch nicht einmal, er handle mit dem Vorsatz einer bewussten Täuschung. Assume good faith ist ein ehernes Gesetz in der Wikipedia und ich halte mich dran. Es ist wohl eher so, dass er schlicht kein Verhältnis zu der Kultur des Teilens hat, die gleichsam in die Geburtsurkunde des Internets eingeschrieben ist. Eines sei zugestanden. Der Text von ACTA wurde im Lauf der Zeit erheblich entschärft. Trotzdem bedeutet das Abkommen weiterhin eine Gefahr, auch für die Verbreitung freien Wissens. Denn konsequent weitergedacht, würde der direkte Zugriff durch Rechteinhaber wohl auch Inhalteplattformen wie Wikipedia kaputt machen, kaputt regulieren. Nun hat Wikipedia hier vergleichsweise gut funktionierende Mechanismen der Selbstkontrolle. Aber eine Verpflichtung zur stärkeren Überwachung und Sanktionierung von Nutzerinnen würde unweigerlich auf Kosten dessen gehen, was User-Generated Content eigentlich ausmacht. Kreativität, Offenheit und eben auch Vertrauen. Assume good faith.
Thank you.